Berechne den maximalen Wirkungsgrad einer Dampfmaschine, deren kalte Quelle bei 50 Grad Celsius und deren warme Quelle bei 300 Grad Celsius liegen. Die höhere Temperatur klein t1 beträgt 300 Grad Celsius, also groß T1 beträgt 573 Kelvin. Die niedrigere Temperatur klein t2 beträgt 50 Grad Celsius, also groß T2 beträgt 323 Kelvin. Wir suchen den maximalen Wirkungsgrad eta max, den wir in Prozent ausdrücken. Und dazu haben wir diese Formel zur Verfügung. In dieser Formel reicht es, T1 und T2 durch die jeweiligen Werte zu ersetzen, und so finden wir als maximalen Wirkungsgrad ungefähr 43,63%.